So, dann fangen wir mal an, diese Brücke zu reparieren. Dann wollen wir mal Bretter für die Brücke herstellen, Delilah. Lass dich nicht vom Vorgang einschüchtern, du wirst das ganz toll machen. Zuerst brauchen wir einen Stamm und hole bei der verlassenen Farm. Danach kannst du die Maschinen dazu benutzen, Bretter herzustellen. Du musst die Maschinen in der richtigen Reihenfolge benutzen. Zuerst die Sägemaschine, dann die Hobelmaschine und dann die Imprägniermaschine. Verstehst du? Gut. Viel Glück, wende dich an mich, wenn du noch Fragen haben solltest. Na, dann mal los. Mann, warum stellt er seinen blöden Traktor da in den Weg? So, jetzt haben wir einen Baumstamm geholt. Irgendwie spinnt meine Maus jetzt. Jetzt. Lass mich mal eins der Bretter sehen, Delilah. Dieses Brett sieht ausgezeichnet aus. Du kannst wirklich gut mit diesen Maschinen umgehen. Jetzt brauchen die Maschinen für den Rest des Tages eine Auszeit. Sie sind so alt und verrostet, dass sie etwas schonen möchte, damit sie nicht zu ganz kaputt gehen. Wenn du nicht bis morgen warten willst, kannst du Bally Bulldozer gehen. Folge der Straße in den Hügel hinauf. Dann findest du ihn. Er verkauft behandelte Bretter, das ist mir aber zu teuer. Mit den behandelten Brettern kannst du die Brücke reparieren. Suche dir nur eine passende Stelle der Brücke dafür aus. Bis dann. Genau, wenn ihr jetzt da hinten hinrennt, dann seht ihr mal diese blauen Schraubendinger, wie man auch immer man die nennt, blauen Zeichen. Und überall, wo diese blauen Zeichen sind, könnt ihr dann immer dieses. Die Bretter oder was ihr hergestellt habt, halt benutzen, um sozusagen ein Stück näher zu kommen.
Ups, nee, das wollten wir nicht. So, jetzt haben wir keine Bretter mehr. Jetzt müssen wir entweder neu herstellen, kaufen oder warten bis morgen. Mal gucken. Du hast also schon Bretter ausgelegt. Das ist super. Dann können wir jetzt für den nächsten Schritt weitermachen. Wir müssen zuerst sehen, dass die Balken die Brücken oben halten, auch ordentlich befestigt sind. Dafür brauchen wir massenhaft Nägel. Die gute Nachricht ist, dass massenhaft Nägel auf der Ladefläche meines LKWs hatte. Die schlechte Nachricht ist, dass sie heruntergefallen sind, weil der Boden so uneben war. Ich glaube, wir können die Nägel durch ganz schnell einsammeln. Danach können wir die Balken zusammennageln. Oder vielleicht machst du das. Ich glaube nicht, dass ich mich so weit auf die Brücke hinaustraue. Reite bis zum Mordenstall und sammle alle Nägel, die du finden kannst. Dir leider viel Erfolg. Na, dann sammeln wir mal die Nägel ein. Hier müssten ja auch noch welche sein. Hier. So, jetzt haben wir die Nägel. Gucken, was er jetzt von uns will. Genau, zwei Nägel abgegeben. Ach, Delilah, wir brauchen unbedingt neue Nägel, um die Brücke reparieren zu können. Mit krummen Nägeln kommen wir da nicht weit. Du kennst dich hier aus, oder? Kennst du jemanden in Modern, der uns mit Nägeln helfen könnte? Der Schmied, kann er wirklich Nägel schmieden? Er kann alles Mögliche schmieden, sagst du. Okay, wir haben wohl keine andere Wahl. Selbstgeschmiedete Nägel sind sicher genauso gut wie die industriell hergestellten. Ich verlasse mich auf dich, dass alles gut geht. Wir sehen uns. Jetzt müssen wir zum Schmied und den nach Nägeln fragen. Das hier vorne ist übrigens Bully Bulldozer, bei dem man diese Bretter kaufen kann, wenn man die nicht selber herstellen möchte. Sei gegrüßt, leider. Nägel, du bist ganz normal. Nägel. Na gut, ich nehme die Herausforderung an, leider. Ich werde Nägel für dich schmieden, damit du die Brücke, die Erntefeldprovinz, reparieren kannst. Die besten Nägel der Welt werden das.
Es ist mir eine Ehre, die Verbindung nach Jalai und dem Jorvik-Stall wiederherzustellen. Hör mir nun zu, Delilah. Das hier wären wahrscheinlich die besten Dinge der Welt. Damit wirst du alles Mögliche zusammennageln können. Das verspreche ich dir. Um dieses Meisterwerk kreieren zu können, brauche ich jedoch Material. Reite zur Damaskusmine, besorge mir Eisenerz. Komm zu mir zurück, wenn du genug für mich hast. So, jetzt geht's zur Damaskusmine. Die ist hier hinten. Genauso ein Eisenerz brauche ich für deine Nägel. Sei gegrüßt, Delilah. Deine Nägel sind fertig. Fast fertig. Um die Nägel vollenden zu können, brauche ich jedoch die wichtigste Zutat. Asche aus dem Garnok-Vulkan. Gehe zu meinem Haus, Delilah. Da steht eine Kiste. Diese Kiste enthält die kraftvollste Asche aus dem Garnok-Vulkans. Dieser Stoff wird deine Nägel von Bauern zu Königen werden lassen. Hole mir bitte die Kiste, Delilah. Trage sie mit Vorsicht. Es war sehr schwer, diese Asche zu bekommen. Kiste. Ja, wo ist sie nur? Ah, hier. Gut, dann lass uns jetzt den Nägel begutachten. Garnok-Asche ist jetzt hinzugefügt, damit sie ihre Kraft wirklich entfalten kann. Muss man Feuer heiß sein. Heißer sein als je zuvor. Nur wenn es mit der Kraft der Sonne brennt, vereint sich Asche und Eisen und bildet eine starke Allianz. Wenn das Feuer so brennen soll wie die Sonne, dann brauchen wir Brennmaterial, leider. Hinter meinem Haus findest du die besten Baumstämme Morlands. Hole sie und lege sie ins Feuer. Wenn das Feuer heiß ist wie die Sonne, dann sind die Nägel für ihren letzten Schmiedenschlag bereit. Danach werde ich sie die kleinen Meisterwerke überlassen.
So, jetzt haben wir das Feuer heiß gemacht. Jetzt holen wir uns beim Schmied noch die Nägel ab. Sieh dir diese Nägel an, Delilah. Bitte nimm sie, setz sie mit Bedacht und Weisheit ein. In den falschen Händen könnten diese Nägel gefährlich sein als das schärfste Schwert. Benutze sie für die Reparatur der Brücke und du wirst sehen, wie sie mit jedem Nagel stärker und stärker wird. Wenn du noch mehr brauchst, komm zurück, dann helfe ich dir. Wenn du es eilig hast, kannst du natürlich schlechtere Nägel bei diesem Billy Bulldozer kaufen. Du findest ihn in der Nähe der Brückenbaustelle. Pass gut auf dich auf, die Leider. Jetzt müssen wir wieder zurück zur Baustelle. So, jetzt haben wir weder Bretter noch Nägel. Die hat zwar noch eine Quest, da gucken wir mal kurz, was das ist. Ach genau, die Versiegelung kommt jetzt noch. Okay, die würde ich dann morgen mit euch machen, weil ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke für die Hilfe, danke für die Unterstützung bei meinen manchmal etwas chaotischen Videos. Und dann sagen Shadecry und ich auf Wiedersehen und wir sehen uns bald. Ciao!